Ahoi, guten Abend. Katze, ist die Tür. Brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Ob das. Gestern hat's noch. Der Titeltempo stellt sich immer vor. So etwa. Ja, jetzt haben wir hier oben und unten so einen leichten Balken. Ist nativ ist irgendwie 640-400, aber schon gehen. Sonst sieht es seltsam gestreckt aus. Check, Adidel. Könnte, sollte, müsste passen. Besten brauchen wir nicht. Bleiben Sie da, Frau Katze. Kommen Sie hoch. Ja. War was Magisches? Und es ist nicht Simon's Haus, oder? Hatte ich die Tage gesehen, dass es jemand gespielt hat, dachte so, ah ja, cool, was mit Zauberern. Dann ist mir eingefallen, dass ich das hier total vergessen habe. Als wir schon mal drüber gesprochen haben, was vielleicht kommt und was man noch so spielen kann und so. Kam mir die Tage in Sinn, dachte so, geil, das willst du wieder spielen. Ja, jetzt etwas Magie. Ja. Oder. Traumaturgie. So ein bisschen spezieller auf Erscheinenwelt. Gut, wie es gleich mit der Lautstärke ist, dann halt jemand reinbrüllen. Kam es recht laut vor, deswegen habe ich es ein Stückchen runtergedreht. Machen wir einen Versuch. In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo, in den Tiefen von Ankh-Morpork, wird ein finsterer Plan geschmiedet. Ja. Drachen! 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 Der Rest der Synchro ist okay. Drachen. Drachen. Aber das Intro fand ich als Clip schon komisch. Drachen. 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 Drachen, Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen, Drachen. Ja, ich weiß. Der Rest ist cool.
uns nächste Woche wieder bei meinem gewohnten Spezial. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Bis bald. Der Tod spricht in Großbuchstaben. Verschwinde. Lass mich alleine. Verflucht nochmal. Wenn du dich nicht verkrübelst, werde ich... Oh, jetzt verschwinde von der Bildfläche. Schon besser. An solchen Nächten würde ich große Opfer bringen für was Vernünftiges zu essen. Hände hoch! Wer ist da? Die Hände. Würde es dir etwas ausmachen, die Hände hochzuheben? Warum? Was passiert dann? So läuft das Spiel. Ich sage Hände hoch und du nimmst deine Hände hoch. Was sagst du? Es ist eine Tradition, ein etabliertes Ritual zwischen Räuber und Opfer. Du bist das Opfer und ich bin wie gesagt der Räuber. Sie Untertitel schneller stellen. Also bitte, nimm jetzt deine Hände hoch. Warte mal, ein Dingsbums. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, weißt du? Jetzt mach schon, na los! Okay, okay. Wo soll diese Stadt noch enden? Ein Mann kann noch nicht einmal in Ruhe etwas trinken. Na also, war das jetzt so schwer? Nö. Nö. Wenn du mir jetzt nur noch... Oh, verflucht. Unsichtbare Universität. Heim für die besten Zauberer auf der Scheibenwelt und ein oder zwei der schlechtesten. Also jetzt hör mir mal genau zu. Diese ganzen Gerüchte über Drachen. Aber mein Herr, Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Richtig, richtig, wie auch immer. Trotz aller Gerüchte über den Drachen in dieser Stadt haben die Zauberer der unsichtbaren Universität die Pflicht, ihre öffentlichen Aufgaben auszutragen. Wir müssen diesen Drachen finden und ihn vernichten. Ja, aber wie? Wer? Überlass das Wie nur mir. Was das Wer angeht, nun, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person. Warum sagst du nicht Rincewind Bescheid?
Rincewind! Wach auf, Rincewind! Der Erzkanzler will dich sprechen! Und schon haben wir einen Cursor. War ganz einfach. Wir müssen erst eine Fliege verschlucken. Eine Lautstärke, also quasi Spiel insgesamt oder Musik im Spiel. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe... Nun, ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Und wir haben zu langsame Untertitel. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe... Nun, ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Oh, geht in die richtige Richtung. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe... Nun, ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. So. Das passt. Lautstärke technisch. Vielleicht mal jemand reinbrüllen. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe... Nun, ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Das ist somit das Wichtigste. Das macht einen Zauberer aus. Hätte er keinen spitzen Hut, wäre er nicht mehr Zauberer. Natürlich bin ich's. Wen hast du denn erwartet? Tot? Vielleicht. Was glaubst du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Ich bin ein mächtiger Zauberer. Jawohl! Ich kann dich in eine dumme, hässliche Kröte verwandeln. Potzblitz? Es hat funktioniert. Hey. Bitte starr mich nicht so an, sonst werde ich rot. Wenn ich eine zusätzliche Dimension hätte, dann könntest du was erleben. Na, nicht so richtig fix, ne? Ja, halbe. Ich bin kein Cartoon. Ich bin nur dimensional benachteiligt. Als lang da. Gib ihm. So. Oh nein. Es ist schrecklich. Hey, Moment mal, das bin ich. Das ist schnell.
attraktiver Bursche, nicht wahr? Hm. Oh nein! Ja. Na gut. Es ist schrecklich. Hey, Moment mal, das bin ich. Ein attraktiv. So, okay. Oh nein! Hey, Moment. Ein attraktiv. Dieses Bett sollte ich genauer untersuchen. Acht oder neun Stunden müssten eigentlich genügen. Also. Aber das Problem hatten wir schon mal. Minus ist. Plus und Plus ist Minus. Das hier ist schnell, oder? Dieses Bett sollte ich genauer untersuchen. Acht oder neun Stunden müssten eigentlich genügen. Ja, falsche Richtung. Dieses Bett so acht oder. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe. Nun, ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Viel besser. Vielleicht. Das verdammte Ding hat keinen Knauf. Eine schnarchende Truhe. Das ist mal was Neues. Na, das bringe ich gleich in Ordnung. Mhm, komm noch. Portalis Exitus. In der Umgangssprache Ausgang genannt. Na bitte, ich bin nicht umsonst Zauberer. Das verdammte Ding hat. Okay. Was ist denn hier so unauffällig im Hintergrund, hä? Etwas. Ja. Ein mysteriöses, vielleicht auch unheilvolles Etwas. Ein Etwas, das voller Etwas steckt. Vermutlich handelt es sich um ein dramaturgisches Element. Sonst hätte es eine bessere Bezeichnung bekommen. Ah, stimmt wohl. Ach, Portal. Na bitte. Ich bin. Ach, na bitte. Ja, ja, klar, okay. Wir haben so ein relativ begrenztes Inventar. Drei oder sechs Teile. Unser restliches Inventar. Findet sich hier oben. Nein, ich kann es nicht bewegen. Er ist ein guter Zauberer. Das ist mein Geldbeutel. Wenn er doch nur voll wäre. Ah, nimm trotzdem mit. So. Zumindest man hat es dann in der Hand. Decken es. Oha, ich hab mich vertan, das sind sogar nur zwei Dinge. Na gut. Nein, ich kann es nicht bewegen. Mhm. Das funktioniert nicht. Okay. Das funktioniert nicht. Oh, Standard-Adventure-Antworten auf. Ja, etwas, was nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Okay. Mal sehen. Ich glaube, hier wohne ich. Hm, okay. Tja, Kunstkritik gehörte nie zu den Stärken dieser Universität. Funktioniert nicht. Okay. Hm. So. Der Erzkanzler wollte was von uns, ne? Oh Mist, jetzt bin ich völlig durcheinander. Warum? Ha, wenn das nicht unser junger Bremswind ist? Rinswind, Herr.
Prinz Wind, ja, komm rein. Wir müssen miteinander reden. Das heißt, ich rede und du hörst zu. Bestimmt sind dir Gerüchte über einen Drachen zu Ohren gekommen, der angeblich unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein Drache? Meinst du vielleicht ein Geschöpf, das Feuer spuckt, ganze Städte verbrennt? Ja. Sei still! Ja, so ein Geschöpf meine ich. Schuppig, eitel, in glänzende Objekte vernarrt. Wir müssen sicherstellen, dass die unsichtbare Universität auf angemessene Weise bei den Versuchen repräsentiert ist, das Ungeheuer zu erledigen. Wenn irgendein Bauerntölpel den Drachen einfach so erschlägt, dann fragen sich die Leute vielleicht, weshalb sie Zauberer brauchen. Da wir gerade davon sprechen, Herr, weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar 4-mal am Tag. Wenn du keinen leeren Magen riskieren willst, solltest du dich besser um den Drachen kümmern. Aber eigentlich gibt es doch gar keine Drachen. Sei still! Drachen existieren, wenn man an sie glaubt. Er glaubt fest genug an sie, um uns reichlich zu belohnen, wenn wir ihm das Ungeheuer vom Hals schaffen. Verstehst du? Nein, eigentlich nicht. Sei still, ich will keine Entschuldigung hören. Hier gibt's nur immer Ausflüchte. Lauf zur Bibliothek und hol mir eine Ausgabe von Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Darin finden wir bestimmt einen Hinweis darauf, wo wir nach dem Schuppenbiest suchen müssen. Du bist immer noch da? Stehst wie was Unhygienisches herum? Worauf wartest du noch? Ja, Zauberer sind tot. Und man weiß tatsächlich nicht so genau auf der Scheibenwelt, warum es sie gibt. Die mögen halt gutes Essen und ja, was? Sie tragen spitze Hüte. Gilt ja als Oberhaupt und Anführer und so. Nun, für mich gäb's nur einen Grund, ihm in die Schlacht zu folgen. Neugier. Ja, ist doch auch was. Ah! Auf einem solchen Schreibtisch kann man wichtige Fragen gut hin und her schieben. Das funktioniert. Du bist immer noch da? Lauf zur Biberin. Worauf? Okay, okay. Oh, wie hübsch es funkelt. Das funktioniert. Goldene Dings da. Offenbar lohnt es sich, der Erzkanzler zu sein. Das funktioniert. So, Bibliothek sagt er, ne? Da ist schon mal die Quere. Bibliothek. Oh, dies ist gar keine Statue. Ich glaube, es war mal ein Frosch im Garten, wollte in einen hübschen Prinzen verwandelt werden. Allerdings, an jenem Tag standen Sockel auf dem Programm. Ungünstig. Ich glaube, dort gelangt man zum Erzkanzler. Ja, vermutlich. Mal sehen. Glatt, ungleichmäßig geformt, riecht nach Paraffin. Was könnte das wohl sein? Das funktioniert nicht. Okay. Ja, Moment mal, ich hab's gleich. Mhm. Autsch! Ja, genau wie ich dachte. Es sind Regale. Scheint ein Transportmittel zu sein. Wahrscheinlich ein älteres Modell. So. Okay. Geheilt. Paraffin. Ne? Wir brauchen wohl noch Streichhölzer. Das funktioniert. Da, wo wir hin sollen, gehen wir natürlich auch noch nicht hin.
er denn überhaupt zu der Küche? Scheint eine Art Abstellkammer zu sein. Ah. Sind wirklich komplett alle Beschreibungen der Räume durcheinander. Aha. Gestern gab's also Eiscreme zum Nachtisch, wie? Er geht mit Nahrungsmitteln um. Wahrscheinlich verdient er deshalb die Bezeichnung Koch. Klatscht er zwischendurch an die Decke? Hört sich ein bisschen so an. Entschuldige bitte, darf ich dich was fragen? Verschwinde! Und keine Magie in der Küche! Noch ein Zauber an diesem Ort! Und ich beschwere mich beim Erzkanzler! Ah, richtig. Sind verschiedene Antwortmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, einfach nur Quatschen. Das ist. Oh, irgendwas. Oh, wie war denn das? Negativ. Bis natürlich. Sehr nützlich, um dem eigenen Ärger Luft zu machen. Ja. Das. Sehr nützlich, um eine Antwort zu bekommen. Genau, einfach nur Fragen. Gut geeignet für Ironie, Sarkasmus und den Wunsch, sich über andere Leute lustig zu machen. Oh, top. Gut geeignet, wenn man zu jemandem... Genau, freundlich sein, einfach nur unterhalten. Bist du immer so verdrießlich? Nein, nicht immer. Ich kenne sogar einen Witz. Oh Gott. Tatsächlich? Ja, was ist hässlich und hohl und hört sich an wie eine Glocke? Ach. Keine Ahnung. Was denn? Sieh nur, da drüben. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Bist du immer so? Nein, tatsächlich. Ja, okay. Keine Ahnung. Sieh. Das kann man also öfter treiben. Hast du. Du bist sehr geschickt. Bestimmt sind deine Eltern stolz auf dich. Eigentlich wollte ich Zauberer werden. Aber dann fand man heraus, dass meine Eltern verheiratet waren. Faszinierend. Verlierst du nie einen Pfannkuchen? Was? Etwa aus dieser Bratpfanne? Dir scheint überhaupt nicht klar zu sein, was du mir da unterstellst. Mhm. 27 Jahre habe ich studiert, um Gehilfe eines Kochs zu werden. Man gab mir erstklassige Noten für schwungvolles Drehen mit der rechten und linken Hand. Außerdem für den Umgang mit Schneebesen und Quirl. Nicht schön. Aha. Und wie hast du bei Umgang mit Gästen abgeschnitten? Nicht sehr gut. Hau ab! Ja, gut. Nie zuvor habe ich eine schlimmere Küche gesehen. Schlimmer wär's mit Wurst. Wurst? Wie meinst du das? Ich meine Wurst, so wie Würstchen. Wurst aus Würstchen? Eine schlimme Küche kann noch schlimmer werden, wenn man Wurst verwendet. Insbesondere die von Treib mich selbst in den Ruinschnapper. Oh, der ist selbst gut. Ihm fiel es schwer, hier für Schlimmeres zu sorgen. Beobachte nur die Pfannkuchen. Es wirkt sehr beruhigend. Mhm. Okay, tschüss. Nun, wir sehen uns später. Noch nicht sehr hilfreich. Ah, ging's wohin? Ah, jo. Hier haben Zähne Spuren hinterlassen. Dies muss der Speiseraum sein. Top. Ach ja, Zauberer. Oh, ein Sumpfdrache, wenn mich meine Augen nicht täuschen. Ich dachte, sie sind mit explosivem Gas gefüllt. Oh, na schön. Sind sie. Oh, ein Sumpfdrache. Ach ja, manchmal schießt dir was durch den Raum. Nun, mal sehen. Wildbret in Pudelaugensoße. Molchsleber garniert mit gepökeltem und Rahm. Die Beine eines ehemaligen obersten Hirten in Knoblauchbutter gedünstet. Hoffentlich geht's durch die Tür dort zur Latrine. Versicht. Ein alter Zauberer, der sich einen Bart wachsen ließ. Hauptsächlich deshalb, weil die Rasiercreme so viel kostet. Ah ja, genau.
Zauberer sind auch geil. Noch ein bärtiger alter Zauberer. Ein bärtiger alter Zauberer. Ein sehr, sehr alter Zauberer, dessen Bart vor allem dazu dient, Nikotinflecken zu sammeln. Ich glaube sogar, das ist der älteste Zauberer, den sie hier haben. Nicht sicher. Könnte sein, dass er in diesem oder nächsten Teil stirbt, oder es war in einem von den Büchern da drüben. Lang. Besteht aus Holz. Ganz offensichtlich ein magischer Gegenstand. Hey, er hat einen Knauf am Ende. Ein sehr, sehr... Kaum zu fassen, dass jemand wie er zum Lehrkörper gehört. Ach, ich wollte schon immer mal so ein Ding schlagen. Alright. Das funktioniert nicht. Achso, das war Absicht. Okay. Ja gut. Dann halt nicht. Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Hey. Ein Mädchen? Was hat ein Mädchen hier zu suchen? Ich bin kein Mädchen. Und warum trägst du ein Kleid? Es ist kein Kleid, sondern der Mantel eines Zauberers. Mädchen tragen sowas nicht. Da du gerade von Mädchen sprichst, ich kannte mal eins, verstand es ausgezeichnet, Aale zu pökeln. Nun, auch ich kannte mal ein Mädchen, ist doch ganz klar. Ganz nah? Wo willst du ganz nah sein? Ein junger Bursche wie du sollte unterwegs sein und eine Welt voller Abenteuer erforschen. Wein, Frauen und Gepökeltes. Ich gehe jetzt. Wohin willst du denn gehen? Ich dachte, du bist schon ganz nah, du junger Luftreiniger. Niemand ist ganz nah. Ich meine, ich wollte nur freundlich sein. Aale zu pökeln? Oh, wie interessant. Pökeln? Wer ist hier gepökelt? Niemand ist gepökelt. Du hast zuerst vom Pökeln gesprochen. Ich verabscheue Gepökeltes. Was? Die gepökelten Aale schmeckten vorzüglich. Wie kannst du es wagen, abfällige Bemerkungen zu machen über Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Worüber sprachen wir gerade? Über Gepökeltes? Wer oder was ist gepökelt? Hä? Wie meinst du das? Nun, die Aale waren gepökelt, oder? Wie bitte? Gepökelte Wale? Wer ist denn auf so eine Idee gekommen? Muss eine ziemlich große Speisekammer haben. Sieh mal nach, ob noch Platz drin ist, Junge. Nein, nein, keine Wale. Ich meine gepökelte Aale. Gepökelte Aale willst du? Frag mal in der Küche. Geh jetzt und vergeude nicht meine Zeit. Ja, genau, so rum. Meine Zeit. Was ist geschehen? Nichts, nichts ist geschehen. Das ist es ja gerade. Und jetzt glauben junge Burschen wie du, sie könnten einfach so hier hereinkommen, unsere Frauen schänden und alles Gepökelte klauen. Was, wie? Klauen? Sehe ich vielleicht wie ein Dieb aus? Mein Stock! Alle wollen meinen magischen Stock! Aber den kriegst du nicht! Verschwinde, du niederträchtiger Ofenreiniger! Nein, ich will deinen verdammten Stock überhaupt nicht. Noch nicht. Also hast du's aufs Gepökelte abgesehen, wie? Du scheußliche junge Hose. Aber jetzt bin ich dir auf die Schliche gekommen, du junger Bücherschrank. Hör mal, eigentlich geht's mir um was anderes.
Ach, schön. Aber ja, wir wollen den Stock. Wir wissen es nur noch nicht. Sonst kann man ihn nicht anklicken, oder? Ich habe nur jemanden gesucht, mit dem man besser reden kann als mit leerer Luft. Duft? Parfum? Oh nein, das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Es ist gegen die Vorschriften, hier mit Frauen zu tändeln. Wenn's erlaubt wäre, so hätten wir für andere Dinge überhaupt keine Zeit mehr. Essen zum Beispiel. Du junger Bademantel, dafür wirst du aus unserer Gemeinschaft verstoßen. Aber ich habe mir doch gar nichts zu Schulden kommen lassen. Was? Wie willst du ein Mann von Welt sein, wenn du nie die feineren Dinge im Leben kostest? Frauen, Zaubererstäbe, gepökeltes. Du verstößt mich, wenn ich deinen Rat beherzige. Nein, zu viel ist zu viel. Junge Pinzetten wie du kommen hierher und wollen irgendwas umstoßen. Ich finde das unerhört. Diese Stadt verwandelt sich langsam in was Gepökeltes. Fang bitte nicht wieder an, von Gepökeltem zu sprechen. Gepökeltes? Sowas solltest du nicht essen, während du ein Kleid trägst. Sonst gibt's Flecken am Saum. Warum trägst du ein Kleid? Hey, lassen wir das. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Ja, haben wir so gemacht. Next. Du bist also der Quästor. Womit beschäftigt sich ein Quästor eigentlich? Er nimmt sehr wichtige Aufgaben wahr. Buchführung, Ausgaben, gelegentliche Anflüge von Irrationalität, die Bewilligung von Studienbeihilfen. Nun, das klingt ein wenig langweilig, oder? Das ist der größte Vorteil des Jobs, du orthopädische Einlegesohle. Man bleibt auf Lebenszeit im Amt. Zauberer sind von Natur aus sehr langlebig, was bedeutet, dass man nur durch die Ermordung von Vorgesetzten befördert werden kann. Seit einer Weile sterben sie wie die Fliegen. Manchmal befinden sich hier, Achtung, jetzt kommt's, mehr Zauberer unter der Erde als darüber. Von mir droht keine Gefahr. Habe nie über Beförderungen und dergleichen nachgedacht. Mehr Zauberer unter der Erde als darüber. Verstehst du? Naja, wie dem auch sei. Mein Posten ist sicher. Niemand will auf der Karriereleiter möglichst viele Sprossen hinter sich bringen, um zu einem Buchhalter zu werden, der auch noch einen komischen Hut trägt. Ich doch schon. Glaub mir, du junge Hosenpresse, beim Überleben kommt's darauf an, die richtige Existenznische zu finden. Sie sollte möglichst weit von allen Dingen entfernt sein, die andere Leute für wünschenswert halten. Okay, ja. Konzept geht auf. Du bist also der... Der Quästor. Oh, dem Himmel sei Dank. Ich vergesse nicht gern den Namen einer wichtigen Person. Du bist doch der Quästor, nicht wahr? Ja, ich erledige das Finanzielle, kümmere mich um die Buchführung und so. Außerdem bin ich vollkommen übergeschnappt, wenn's um Berechnung... Aber das ist nichts weiter als Buchhaltung. Hä? Um an einer Zauberer-Universität einen hohen Posten zu bekleiden, musst du sicher auch zu Magie fähig sein. Darum dreht sich hier doch alles um Magie. Magie ist gut und schön, du junger Abfalleimer. Aber Mathematik kann weitaus mächtiger sein. Ach, ich bitte dich. Glaubst du mir nicht? Na schön, Herr angeblich wohlriechende Möbelpolitur. Möchtest du zusehen, wie ich deine Studienbeihilfe verschwinden lasse? Na schön, mach dich nicht zu rar. Bis dann. Als alter Zauberer, ich meine als jemand, der selbst mit den entlegensten Winkeln der magischen Kunst vertraut ist, kannst du mir einen Rat geben? Ich meine, darf ich dich um einige kluge Worte bitten, die es mir erlauben, in deine erlauchten und erleuchteten Fußstapfen zu treten? Oh, bitte. Aber natürlich, junger Herr Stofftapete. Nun, das Leben lehrt vor allem dies. Rechne immer mit dem Unerwarteten. Wenn ich damit rechne, ist es doch gar nicht mehr unerwartet. Korrekt. Wie? Nun, das Unerwartete kann nicht wirklich unerwartet sein, wenn man es erwartet, oder? Du hast völlig recht, mein Junge. Sehr aufmerksam von dir.
Deshalb gebe ich dir den Rat, immer mit dem Erwarteten zu rechnen. Alles klar? Ich denke schon. Nein. Ihr seid also alle Fakultätsleiter. Die Größen der Zauberei. Mehr kann man sich im Leben nicht erhoffen? Denkst du an eine Beförderung? Nein. Ich denke daran, den Beruf zu wechseln. Eine Frage beschäftigt mich schon seit einer ganzen Weile. Unsere Kleidung, ist sie unbedingt erforderlich? Ja. Was? Die Mäntel sind ein Symbol für jene Dinge, denen wir unser Leben widmen. Die Zauberei ist nicht in dem Sinne ein Beruf, sondern eher ein Geisteszustand. Indem wir lange Umhänge tragen, deuten wir auf eine mentale Verfassung hin, die dem Schlafwandeln ähnelt. Sie versetzt uns in die Lage, verträumt durch die Welt zu wandern, während unsere Gedanken mit höheren Dingen beschäftigt sind. Oh. Höher? Meinst du damit so hohe Dinge wie diesen Hut? Oh ja, der Hut. Er symbolisiert erhabene Gedanken. Vielleicht bedeutet er auch, dass es besser wäre, wenn wir uns weiterhin von unseren Müttern anziehen ließen. Außerdem hindert er junge Spunde wie dich daran, einfach so wegzulaufen. Wie bitte? Möchtest du vielleicht durch die Straßen wandern und dabei aussehen wie etwas, das aus einer Bleistiftfabrik entkommen ist? Verstehe. Auf diese Weise verbringst du den Tag, indem du rumsitzt und eine Nervensäge bist? Ich spare meine Kraft. Welche Kraft? Nun, ich kann zum Beispiel in deinen Geist sehen. Ach, und was siehst du da? Echt? Nicht viel. Hinter deiner Stirn scheint nicht viel los zu sein. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Aha. Guten Tag, ihr Herren. Tatsächlich? Ha. Und das sagst du, während der Tapioca-Markt zusammenbricht? Was? Er ist schon wieder hinüber. Gib mir die getrockneten Froschpillen. Lach nur, du alte zweischalige Muschel. Bestimmt liegt's an den Drachen, das ist die Erklärung. Verdienstvollen älteren Leuten Tapioca aus dem Mund zu stehlen. Drachen? Hier soll's Drachen geben? Welch ein Unsinn. Er meint Sumpfdrachen. Nein, von einem echten Drachen spreche ich, nicht von einem jener Sumpfknirpse. Blödsinn, sowas gibt's gar nicht. Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Ich glaube nicht an sie und sie glauben nicht an mich. Auf diese Weise kommen wir bestens zurecht. Ein arbeitsreicher Tag in der Fakultät, meine Herren. Wir meditieren und denken nach. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen, wie? Meditation, mein Junge. So nennt man einen Vorgang, mit dem der Weise in seinem Geist Platz für neue Ideen schafft. Oh ja. Ihr schafft mehr Platz für neue Ideen, indem ihr gemütlich dasitzt und Tee trinkt? Gebt ihm eins aufs Maul. Mein Junge, normalerweise misst man Ideen nach Volumen, nicht nach Gewicht. Es ist am besten, sie langsam sinken zu lassen, damit oben wieder Platz frei wird. Wir sind weise. Im Gegensatz zu dir. Zum Beispiel, hierzu ist nur ein weiser Mann fähig. Was soll so weise daran sein, das Wort Tier zu schreiben? Weisheit, mein Junge, ist nie billig. Ich wusste nicht, dass ihr sie pfundweise verkauft. Entschuldigt bitte, wo finde ich den Patrizier? Nun. Sei nicht dumm, Junge. Wenn du zum... Empfängt er Besucher? Kann man wirklich mit ihm reden? Oh ja, aber er verwendet Worte wie Waffen. Sei auf der Hut, wenn er dir mit Sarkasmus begegnet. Und ergreift die Flucht, wenn er gar ironisch zu werden beginnt. Muss es hier immer so zugehen? Wie meinst du das? Seht euch nur um.
Hier herrschen Chaos und Disziplinlosigkeit. Ich habe das Gefühl, in einem Meer aus Fragen zu strampeln, gegen einen geisttötenden Wind zu schreien. Gerätst du mit der Metapher nicht ein wenig durcheinander? Manchmal träume ich davon, diesen Ort am Hals zu packen und zu schütteln, bis er sich endlich für die Vernunft öffnet. Ich habe einen ähnlichen Traum. Tatsächlich? Ja. Darin schreite ich als intellektueller Riese über die Dächer der Welt, um den gordischen Dingsbums des unklaren Denkens durchzuhauen. Und in einem anderen Traum schwimme ich in Fruchtjoghurt, werde von einem Wal verschlungen. Das ist glücklicherweise nicht mein Problem. Zumindest noch nicht. Vielleicht bleibe ich auch weiterhin davon verschont. Na bitte. Okay. Alles klar. Dann, Bibliothek, ne? Also, war ja eigentlich... Komisch. Die Tür ist klebrig. Warum riecht's hier nach Obst? Ja, siehst du gleich. Sexmagie. Das Buch der 32 unaussprechlichen Akte. Mit einem Anhang, in dem einige aussprechbare geschildert werden. Und weiteren 6, die alle Beteiligten am liebsten vergessen. Kein Wunder, dass es auf Eis liegt. Hm? Das funktioniert nicht. Hm. Nun, ich schlage vor, wir übertreiben es nicht mit der Neugier, oder? Ist sicher sehr nützlich, ausgestattet mit allen Dingen, die man als Tier so braucht. Oh. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nun, wenn man genau hinsieht, scheint es sich um einen subtropischen, überwiegend in Bäumen lebenden Affen zu handeln. Oh. Ein magischer Unfall in der Bibliothek hat den Bibliothekar in einen Orang-Utan verwandelt. Seitdem hat er allen Versuchen widerstanden, ihn wieder in seine menschliche Form zurückzuwandeln. Er liebt seine langen Arme und das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu kratzen. Ja, das war's. Ich glaube, der Typ, der es gerade erklärt hat, ist der erste Tourist auf der Scheibenwelt. Müsste eins von den ersten Büchern. Oder nee, 2 oder 3 Bücher. Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um Levitation. Mhm. Das funktioniert. Deswegen schrieb es auch da oben. Meine Güte. Da drin leben kleine Broschüren. Meine Güte, das funktioniert. Erinnert mich ans Schlafzimmer meiner alten Tante. Ja. Ne? Nun ja, keine besonders erlesene Kuppel, aber immerhin. Nicht schlecht, wenn man solche Dinge mag. Weiß nicht, ich sehe sie von hier aus ja nicht. Tja, ich schätze, wir sollten seine windabgewandte Seite meiden und außer Reichweite seiner Hände bleiben. Psst, hey, du da. Wer, ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor. Ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Himmel, ja. Ein so gutes Angebot muss ich unbedingt nutzen. Im Ernst? Nein, es war ein Scherz. Ich wollte nur möglichst freundlich sein, um das Gespräch aufzulockern.
Aber das ist gemein, jawohl. Du wächst Hoffnung in mir, um sie gleich darauf wieder zu zerstören. Es ist ein sehr anstrengender Job, das Schwindeln und Betrügen. Nun, vielleicht brauchst du Urlaub. Ja, aber wo soll ich ihn verbringen? In den gewöhnlichen Ferienorten findet man heutzutage gar keine Ruhe mehr. Ich habe gehört, dass es auf der Halbinsel Frammenwanger sehr ruhig sein soll. Ja. Ja, ne, also er, genauso wie der Räuber in der Stadt, quasi ehrliche Betrüger und Räuber. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auf der Scheibenwelt so. Also jeder nimmt seinen Berufsstand sehr ernst. Es gibt auch eine Gilde für Diebe, wo festgelegt wird, wie viel, wann, wo geklaut werden darf und so. Warum stimmen deine Lippenbewegungen nicht mit den Worten überein? Wegen des L-Raums. Die Bibliothek ist ein Knotenpunkt des L-Raums. Zwischen ihren Regalen erstrecken sich alle Epochen von Vergangenheit und Zukunft. Um ganz ehrlich zu sein, mir wird dadurch ein wenig schwindelig. Okay. Was hast du unter dem Mantel? Sanduhren. Was? Möchtest du eine Sanduhr kaufen? Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkahn herunter, Teuerster. Oh. Offenbar bist du außergewöhnlich dumm. Wenigstens trage ich kein Kleid. Hm. Na schön, mach dich nicht zu rar. Bis dann. Tschüssi. Dann gucken wir mal, was das Tier hier vorne treibt. Und mag das Wort hier nicht. L-Raum. Hallo? Potzblitz! Bist du etwa der Bibliothekar? Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Affe mag auch nicht so gern. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Darf ich mir ein Buch ausleihen? Wie bitte? Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja genau, du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Thomas, ja. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Oh. Ja. Jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Jetzt zieht halt jedes Mal. Irgendwas mit Affe. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hey, wem gehört das Tier? Ach ja. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon, jemand, der kein Tier ist.
Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hallo, du alte Molluske. Was kannst du mir über den L-Raum erzählen? Ja, ich verstehe. Ja. Aha. Ja, verstehe. Du meinst also, der L-Raum gibt nur Bibliothekaren die Möglichkeit zur Zeitreise. Und die ganze Sache ist so kompliziert, dass sie nicht mit Gesten und Grunzlauten erklärt werden kann. Aha, dachte ich mir. Wenn ich in den L-Raum wechseln müsste, um in die Vergangenheit zu reisen, könntest du mir dabei helfen? L-Raum ist die Verwirrung im Kontinuum, die durch eine große Ansammlung von Büchern verursacht wurde. Stell dir nur einmal einige dieser alten Secondhand-Buchläden vor, die so aussehen, als hätte sie Escher auf einem schlechten Trip angelegt. Sie haben mehr Stufen und Absätze als Stockwerke. Und die verschiedenen Regalreihen, gefüllt mit Büchern, enden in kleinen Türen, durch die ein Mensch niemals durchpassen würde. Untertitel. Diese Verwirrung hat ungefähr denselben Effekt auf das Zeitkontinuum. Hieß er nochmal? Hey, weder ein Leseausweis noch irgendwie eine Banane für ihn. Aber da können wir gleich einmal in die Küche gehen. Erstmal ja, genau. Die schnarcht nicht nur, sie läuft auch. Können wandelnde Möbelstücke Flöhe bekommen? Vielleicht hat sich Truhe einen Holzwurm geholt. Ich schätze, sie braucht ein Bad oder so. Könnte eine Lackierung helfen? Truhe! Hierher, Truhe! Ah, meine treue Truhe! Na komm schon, wenn du brav bist, besorge ich dir einige leckere Mottenkugeln zum Tee. Truhe! Bei Fuß! Bei Fuß, hab ich gesagt. Brav. Ah, meine treue Truhe. Oh, super. Hör mal, muss das unbedingt sein? Nun, was hältst du von der Sache? Oh, ich verstehe. Was soll das bedeuten? Raus da! Hör mal, muss das unbedingt... Ja, ach, guck mal, wir haben sogar eine Banane. Eine Frucht mit eigener Verpackung? An einen Stock gebundenes Stroh? Nun, das Ding erfüllt alle notwendigen Voraussetzungen, um ein Besen zu sein. Auf jeden Fall. Vielleicht kennen wir einen hier, der diese Banane haben möchte. Schöne Mod für Minecraft. Bisschen
Kirschholz und, also in irgendeinem Holz und noch irgendwas, weil ich glaube, die ist aus Kirschholz im Original, die Truhe hier. Also in den Büchern. Kann man sich auch so ein wandelndes Inventar machen. Das dann automatisch auch Sachen aufsammelt und man kann Sachen zuwerfen. Quasi füttern. Dann gib mal her die Banane. Hast du gut wie ein Leseausweis. Schickt. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Geht doch. Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Entdeckt Drachen aus sicherer Entfernung. Bei Misserfolg Geld zurück. Ja, danke. Besorgt. Wollen wir das abgeben? Ja, wir müssen sowieso noch raus. Ja, wir können es auch abgeben. Nicht so schlimm. Ist ja kein Rollenspiel. Da müsste man jetzt erstmal ein bisschen grinden. Alles erforschen, bis man zum Questgeber zurückkehrt. Ach so, ist okay. Ach. Du bist immer noch da. Auf zu darin. Worauf? Ja, hab's doch hier. Nee, Ruhe hat's doch hier. Ausgezeichnet. Braver Junge Bremswind. Rinswind, Herr. Aha. Jetzt haben wir die Formel für Recoglimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Stab, haben wir gesehen. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Was? Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Ach ja. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Bäh. Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf! Ja, das klingt auf jeden Fall super einfach. Ja, nimm das. Eine Liste? Nee. Na gut. Ging da so hin. Kann so schwer nicht sein, ne? Und so ein bisschen Drachen, oder? Nee, der Stab. Funktioniert nicht. Oh. Ist das Ding immer noch stark?
Ein nützlicher Gegenstand, und zwar in vielerlei Hinsicht. Na gut. 1 von 4, das war einfach. Der Rest war ja eher Grip. Gute alte UU. Ich frage mich, warum sie so hohe Mauern hat. Damit nichts hineingelangt? Oder soll verhindert werden, dass etwas aus ihr entkommt? Weiß es nicht. Was ist das denn? Pflaumen, erstklassige Qualität, wirken garantiert verdauungsfördernd. Igitt! Meine Güte, ich dachte, die Lehrlinge sind alle an Pfähle gefesselt. Nun, mein letztes Bad liegt schon eine ganze Weile zurück. Nun, das funktioniert. Und wo ist der Knauf? Wieso hat diese große Tür keinen Knauf? Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, man geleitet mich über den Gartenpfad. Dann geleite mal. Ja. Beleuchtung ist eine gute Sache. Ich wünschte, ich könnte hineinsehen. Neuer, verbesserter Wunderdünger. Lässt alles wachsen. Sofortige Wirkung garantiert. Eingesackt. Neuer, verbesserter Wunderdünger. Mist. Schon wieder eine Tür ohne Knauf. Der Lieferanteneingang nehme ich an. Was hier wohl geliefert wird? Lieferanten? Das funktioniert. Mist, der Lieferant, was hier wohl... Ich dachte, aufzaubern geht. Okay. Ja, da haben wir einen Talot. Ich habe wirklich schon fast Fragen Woche gut rumgekriegt. Ja, nicht mehr so lang. Wie öffnet man das Tor? Man hat die Dingsbums geändert, die Handbewegungen. Es ist ein ganz neuer Zauber. Dann zeig mir den neuen Zauber. Ausgeschlossen, er ist geheim. Ja, und warum weißt du den dann, Zauberlehrling? Das Wochenende naht, alles wird besser. Schönes Wetter. Warte nur, bis der Unterricht in Sturmbeschwören, Regen machen und Blitzschleudern beginnt. Und los. Läuft bisher. Arbeitsreich, aber okay. Und Gabriel, mach mal direkt mal wieder hier. Werbung fürs Archiv. Hallo? Das funktioniert ja gut. Hey. Beam Elements? Bist du wach? Ja, okay. Wow. Letztes Mal mehr oder weniger unerwartet Finale. Ach so, ja, Kapitel 6 ist relativ lang und so. Gut, wir haben auch eine Stunde mal locker überzogen. Es war tatsächlich das Finale. Und eigentlich auch ein ganz cooles. Ich habe ein kleines Detail übersehen, dann habe ich mich ein bisschen vom letzten Rätsel frusten lassen.
Aber war tatsächlich cool gemacht als Filade. Also, da musste ich halt ein bisschen was in was reinknobeln und so weiter. Und dann läuft das schon. Ah, eigentlich schon cool gemacht. Spaßige Nummer. Ja, und jetzt ein bisschen Magie auf der Scheibenwelt, ne? Die Tage so ein bisschen über mehr oder weniger zufällig. Ich habe irgendwann die Tage jemanden gesehen, der hat ein bisschen Simon gespielt, glaube ich. Und so, ja, okay, jetzt könnten wir auch noch spielen. Und dann ist mir aber Discworld wieder eingefallen. Ewig nicht gespielt. Also, tatsächlich saulange her. Und ich habe es als Knirps mal echt gerne gespielt. Ich glaube sogar auf der Base damals. Also schön über den Cursor mit dem Kreuz überall hin bewegen. Ja, und da hatte ich einfach wieder Bock drauf. Also, die Welt ist cool. Ich habe irgendwann mal angefangen, so ein paar von den Büchern zu lesen. Stehen hier noch ein paar im Regal. Deutlich nach den Spielen, also nachdem ich die Spiele auf jeden Fall gespielt habe. Aber wie gesagt, die ganze Welt ist cool, die fand ich damals halt schon in den beiden Spielen gut. Dritten habe ich nie gespielt, wird man auch mal nachholen, Discworld Noir. Ja, der Humor ist halt eine ganz eigene Nummer irgendwie. Max. Und deswegen ist es jetzt nochmal dran. Darauf läuft's also hinaus, wie? Du stehst hier den ganzen Tag rum und wirst dafür bezahlt, Pflaumen zu essen. Ja, jemand muss in den sauren Apfel, beziehungsweise die Pflaume beißen. Ja, der erste Teil, der basiert, glaube ich, größtenteils auf Wachen. Nur halt statt diesem Typen von der Stadtwache mit Rincewind als Hauptcharakter, also ein bisschen was gemixt. Und ich meine, Teil 2, Vater Tod? Teil 2 könnte Gevatter Tod sein oder so. Auf jeden Fall stirbt Windelpoons und es gibt dieses Ritual von Eskente und sowas. Naja, irgendwie so. Ich meine, der zweite Teil ist ein Mix aus, also aus den ersten 2-3 Büchern oder so. Kommen so ein paar Sachen draus vor, die mir dann wieder eingefallen sind, wie diese Pyramide mit den Einkaufswagen oder so. Ich glaube, die ist im zweiten Teil. Gibt es dann irgendein von den Büchern. Ja, und hier dieses Wachen-Wachen-Ding, aber das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Und jetzt die Handbewegungen. Ja, ja, meinetwegen. Danke. Lass sie einfach so wackeln. Okay. Auf diese Weise. Da macht immer das Gleiche. Es ist fast richtig. Versuch's mal so. Auf diese Weise. Alles klar. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigen würdest, ich lege mich ein bisschen aufs Ohr. Und das Tor? Sollst du es nicht bewachen? Auch ein Wächter braucht mal eine Pause. Bin doch kein Arbeitstier. Ach ja. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das wird uns noch häufiger begegnen. Was isst du da? Pflaumen! Nur eine Kleinigkeit, damit die Kaumuskeln bis zum Mittagessen nicht aus der Übung kommen. Darf ich eine probieren, bevor ich gehe? Oft sorgen Pflaumen sogar dafür, dass man rennt. Nun, die Antwort lautet nein. Nun, wir sehen uns später. Eines Wesen, hä? Vermutlich ein angehender oberster Hirte. So, weil man seine Beine isst, oder? Ruhe. In diesem glitschigen kleinen Kerl steckt erhebliches Potenzial für einen obersten Hirten. Okay, wir haben einen Stab. Wir brauchen noch irgendeine lustige Spirale und irgendwas, was ich vergessen habe.
Federwinkels Handbuch über Drachen entdeckt Drachen aus sicher... Na gut. Geht doch. Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte, das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. Ja. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Mhm. Klingt sympathisch. Ach ja, wenn du die Bücher auch gelesen hast. Wie heißt der Typ? Ich meine, es ist doch hier der ersten zwei Bücher? Das ist doch der Tourist quasi, der erste Tourist der Scheibenwelt. Den man, ich meine, es sind zwei Bücher, mit denen man da noch rumreist und dann. Ich glaube, er trifft doch auch Prinz Wind irgendwann. Oh. Oh. Hier und da mal was abfackeln. Der Humor ist über diese ganze Welt ist halt super Banane. Schatten, das ist dann irgendwie so die. Ist ja. Ist das. Ist der Untergrund. Oh, es gibt hier auch das, das kommt in den Büchern auch vor. Immer. Bücher sind top, weil die immer so Fußnoten haben und alles erklären, so ein bisschen wie halt hier der Typ eben im Bild. Hier gibt's irgendwo. Was es auch im Buch gibt, also es gibt sowieso sau viel halt, ne? Die haben sich schon was Eigenes ausgedacht, aber es basiert halt aus Büchern. Wirtschaft. Es gibt irgendwo ein Zukunftsschweinefleischlager. Ein Lager, das ist sogar gekühlt und für den Fall, dass es irgendwann mal Schweinefleisch dort gibt, ist es halt da. Ja. Rasen betreten verboten. Eigentlich wundert's mich, dass dieses Schild nötig ist. Immerhin wird der Rasen mit Flusswasser bewässert. Der Gestank sollte genügen, alle Leute auf Distanz zu halten. Oh. Das funktioniert. Ah, Lampus Illuminaticus. Ha, mir macht man nichts vor. Ich habe an einem für Fortgeschrittene bestimmten Kursus in Lampenerkennung teilgenommen. Oh. Ja. Sieht bequem aus, die Bank. Ist es. Oder? Ja, doch. War gerade noch bei einem anderen Spiel, aber ja, genau. Ja, ging's doch gerade weiter. Oh, okay. Dann. Ich brauche einen sehr guten Grund, um die Schatten aufzusuchen. Die Schatten sind eine Gegend, in der Neugierige nicht nur gefährlich leben, sondern sich auch mit Gewichten an ihren Füßen auf dem Boden des Flusses wiederfinden könnten. Aha. Weiter. Okay, das war's schon. Reannueller Wein. Kostproben im Weinkeller, hier schmeckt's gut. Interessenten werden aufgefordert, einen Tag vor der Weinprobe einen Eimer zu bringen. Ja. Das funktioniert.
Gesucht wegen Brandstiftung. Der Verdächtige wiegt etwa 3 Tonnen, ist rund 6 Meter lang und hat viele Schuppen. Belohnung nur dann, wenn er totgebracht wird. Verloren. Kleiner Hund hört auf den Namen Gespode. Redet zu viel. Der Finder wird gebeten, ihn zu behalten. Reanuell. Oh, Crocus gittus. Man findet sie oft in Gärten, erstarrt und langweilig. Ist er einer? Ein was? Einer von Ihnen, du weißt schon. Was, mit einer Peitsche? Ja, einer von Ihnen. Wahrscheinlich, er trägt einen Hut. Nun, ich nehme das nicht einfach so hin, junger Mann. Bist du einer von Ihnen? Was? Ich weiß nicht genau, was... Ja oder nein? Oh, na schön, ja. Komisch, er geht nicht wie einer. Das ist schwer zu sagen, wegen des Kleids. Ah, ich glaube, ich verstehe jetzt. Hier geht es um humorvolle Missverständnisse, ja? Wie bitte? Ich falle nicht darauf herein. Ich bezweifle es. Mit einem Kleid. Ihr nehmt völlig normale Bemerkungen und versucht, einen Witz daraus zu machen. Ach, komm schon. In unserem Job gibt's kaum was zu lachen. Kann ich mir denken. Wir brauchen ein bisschen Spaß. Dies mag kaum der Rede wert sein, aber es ist immer noch besser, als bis zu den Knien im Blut zu stehen. Worin besteht euer Job? Wir sind Helden. Ihr wollt Helden sein, dass ich nicht lache? Es scheint dir ohnehin an Humor zu mangeln. Ich meine, ausgerechnet ihr tötet Drachen und so? Wir haben Dutzende von den Biestern erschlagen, als wir noch jung waren. Bestimmt. Wenn du dich ebenfalls für einen Helden hältst, so willst du bestimmt aufbrechen, um den Drachen zu suchen. Lass dich von uns nicht aufhalten. Verlier keine Zeit. Ich habe keine Zeit verschwendet, als es darum ging, den gefürchteten Offler-Tempel zu stürmen. Ah, jo. Offler ist ein Krokodilgott, ne? Gibt's auch in den Büchern. Gibt doch irgendein Buch. Oh, oder war das das mit diesem Touristen? Ich glaube, der reist mit irgendeinem Helden rum. Oder hält in Ausbildung oder irgendwie so. Ich glaube, der kann nichts. Der konnte gar nicht mal irgendwie großartig was Besonderes. Das ist auch so ein bisschen wie fast jeder andere Berufsstand hier. Wir haben so ihre Daseinsberechtigung und dann einer ist halt Held. Einer von Ihnen? Nun, kommt ganz drauf an, wer das wissen will. Wer wohl? Wir? Die frechsten, forschersten und furchtlosesten. Hüte und Peitschen. Und Gold. In Tempeln. Was? Missionare? Nein, die anderen. Gefährliche Einheimische. Mit Spinnen und Schlangen. Ja, Bruchstücke. Echt scheußlich. Ich glaube, ihr solltet noch einmal von vorne anfangen. Ich kann nur gefährliches halt wissen. Hör gut zu, junger Mann. Wir sind legendäre Helden. Hm. Und deshalb sperr die Ohren auf. Du kannst hier sicher was lernen. Übrigens, wenn du es wissen willst, wir sind zwar frech und forsch, aber nicht immer furchtlos. Hm. Na gut. Wie? Es hängt alles vom Schicksal ab. Ja, ich bin jemand, der auszog, um sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Woraus bestand es? Vielleicht aus Holz? Wie bitte? Wenn das Schicksal aus Holz besteht, kann man ihm leicht eine neue Form geben. Man braucht nur ein Messer dazu. Oder Elfenbein. Lässt sich schnitzen wie Holz. Heutzutage findet man kaum mehr Elefanten. Und Eisen? Aus Eisen ließe sich ein mächtiges Schicksal schmieden. Zu schwer. Holz ist am besten. Was? Damit wäre alles klar, junger Mann. Dein Schicksal sollte aus Holz sein. Nun meide besser die Wüste. Dort gibt's Termiten und die könnten dir das Schicksal zerfressen. Für diesen verbalen Scherz musste ich meine Fantasie ganz schön bemühen. Ja, hast du gut gemacht. Natürlich nicht. Bin nie einer von ihnen gewesen.
Er sieht nicht wie einer von ihnen aus. Wem? Er trägt ein Kleid. Das ist ein guter Hinweis. Nun, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich glaube, das Schicksal ruft mich. Aus Holz. Die Kunst der Beschilderung scheint schon seit langer Zeit tot zu sein. Also, was ist es jetzt für ein Schild? Das funktioniert. Was ist das denn? Psychiatriker? Oh. Ja, stimmt. Oh, Schnapper. Schnapper ist super. Eine Gasse. Verdorbene Produkte. Nun, Wahrheit bei der Werbung ist wenigstens etwas. Dann nimm eine Tomate. Eine Tomate? Vollkommen verfault. Eingesackt. Aber ist toll. Ich bin sicher, ihn schon einmal gesehen zu haben. Hat er versucht, mir Aktien an jener Fabrik zu verkaufen, in der angeblich Schnürsenkel für Linkshänder hergestellt werden? Was lief da gerade um den Stand rum? Drachendetektor gefällig? Ja. Ja, her damit. Wie bitte? Hast du vielleicht Interesse an einem Drachendetektor, Herr? Du bekommst ihn zum Selbstkostenpreis. Nur ein Ankh-Morpork-Dollar. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Ein Drachendetektor? Wie funktioniert er? Ganz einfach, Herr. An diesem Stab ist ein Stück Holz befestigt. Wenn du dich einem Drachen näherst, verwandelt es sich in Asche. Ja. Wie sehr muss ich mich dem Drachen nähern? Nun, da hast du einen wunden Punkt berührt. Ein geringfügiger Konstruktionsfehler. Was hältst du davon, wenn ich den Preis halbiere? Nur 2 Ankh-Morpork-Dollar. Und damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Es treibe mich selbst in den Schnapper. Oh nein. Ach, der nette Straßenhändler. Treibe mich selbst in den Ruin, Schnapper. Zu Diensten, Herr. Hast du Interesse an einer drachensicheren Weste, Herr? Bietet sie garantiert Schutz? Bisher ist sie noch nicht vom Feuerodem meines Drachens zerstört worden, Herr. Das muss nicht viel bedeuten, oder? Ich meine, sie ist auch noch nie unter Lava verschwunden oder von Pinguinfüßen zertrampelt worden, oder? Na bitte, Herr! Garantien zum Preis von 1! Nein, danke. Wie wir es mit hübschen Windmühlen und Feuerrädern. Außerdem haben wir noch Anstecknadeln, Fähnchen und ein Drachenabschreckungsmittel. Das. Nur 1 Ankh-Morpork-Dollar die Flasche. Und damit noch nicht genug. Auch auf die Gefahr hin, mich selbst in den Ruin zu treiben? Ich gewähre eine Geld-Zurück-Garantie. Ich erstatte den gesamten Kaufpreis, wenn du doch von einem Drachen gefressen werden solltest. Oh, top. Natürlich gilt das nur für dich persönlich. Nein, heute nicht, danke. Und morgen ebenso wenig. Was ist das für ein Geruch? Es riecht wie schmorende Lendenschürze. Würstchen in Brötchen, gesund und nahrhaft. Ich bin noch großzügiger als sonst und verkaufe dir 3 zum Preis von 1. Nur 1 halber Ankh-Morpork-Dollar. Damit treibe ich mich selbst in den Ruin. Nein, danke. Möchtest du? Nein. Du hast noch nicht einmal mein Angebot gehört. Ich wollte Zeit sparen. Nun, ich schlage vor, wir beginnen noch einmal von vorn, mein Herr. Nein. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Das ist eine Maus, das ist eine Maus. Wie fange ich diese Maus? Ja. Okay, gar nicht. Ah, Lokalkolorit. Meine Güte, hier scheut man keine Kosten. Möchtest du einen Geldbeutel kaufen? Eine sehr günstige Gelegenheit. Kostet nur 1 Ankh-Morpork-Dollar. Nein, danke. Ich habe schon einen Geldbeutel. Haben wir nicht.
Bist du sicher? Gestohlen! Man hat ihn mir gestohlen! Wie gut, dass ich dir Ersatz anbieten kann, nicht wahr, Herr? Ja. Einen Augenblick. Das Ding sieht genau wie mein alter Beutel aus. Umso besser, dann vermisst du deinen alten Beutel überhaupt nicht. Das hat man davon. Hör mal, hast du das gestohlen? Sieh mich nicht so an, Herr. Ich bin nur ein liebenswerter Gassenjunge. Allerdings ein bisschen eklig. Eklig? Meinst du wie die Biester, die an der Meeresküste zwischen Felsen hocken? Laufen spitz zu. Seesterne? Sterne? Ich dachte, die gibt's nur am Himmel. Habe mir eher was Seeigliges vorgestellt. Wie dem auch sei, ich bin also ein liebenswerter Seestern. Wenn da nicht irgendwas faul ist. Ich möchte dir nur was verkaufen. Zum Beispiel einen zweiten Geldbeutel als Reserve für den Fall, dass du den ersten verlierst. Wenn du mir eine Frage erlaubst, wie stellst du das an? Soll ich etwa ein Berufsgeheimnis verraten? Sag mir, wie du das anstellst, wenn du dich nicht von deiner Milz verabschieden willst. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nun, wenn du die Sache so siehst, es ist ganz einfach. Ich schlage vor, du übst bei den Alten dort drüben. Oh oh. Hey, wir haben was. Wir sind ein Top-Taschendieb. Eine kleine Pumphose. Dürfte ungefähr meine Größe sein. Sieht weich und sehr bequem aus. Eine seltsam befreiende Vorstellung. Wie ist denn das? Also wir haben jetzt keinen Geldbeutel mehr. So? Wenn wir Skill-Taschendiebstahl und eine größere Tasche jetzt. Recht nützlich, wenn es darum geht, die eine oder andere Tasche leer zu räumen. Ah, cool. Wusste ich nicht mehr. Das Problem besteht nicht darin, den Beutel zu haben. Es betrifft eher den Inhalt. Also, zum Taschendieb? Das funktioniert nicht. Oh, haben schon. Okay. Oh, Krokus gibt. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe zwei. Wie gesagt, erst bei irgendwem Simon gesehen, hab die Stimme schon wieder verpeilt. Das ist ein Spiel, was ich tatsächlich, glaube ich, nie so richtig gespielt habe. Angefangen, ja. Keine Ahnung, welchen Teil. Ich weiß nicht. Denn dann ist es auch schon, ewig her. Oh, dies ist eindeutig eine mittelländische Amazonenkriegerin. Dafür gibt's mehrere Hinweise. Zum Beispiel die Art, wie sie das Schwert hält. Die charakteristischen Kleidungsstücke aus Koboldleder. Die gut ausgeprägte Muskulatur. Ja, die festen Muskeln, die sich deutlich sichtbar unter dem Stoff spannen. Um es anders auszudrücken, der Stoff ist kaum imstande, den Muskeln standzuhalten. Hinzu kommen die reifen, wundervollen Wölbungen der... Was starrst du so? Was? Nichts. Oh, dies ist, dafür gibt die Kriege. Ja, ja, um ja, was starr, okay. Was? Ja, cool. Anonyme Alchemisten, befrei dich von der Sucht nach den Knallkörnern. Das funktioniert. Was hat es damit auf sich? Aufforderung zur Unzucht ohne Lizenz? Wenn man schon einen Steuereintreiber hat, so sollte man ihn dort unterbringen, wo man ihn jederzeit wiederfinden kann. Das kommt dann vermutlich auf diese endlos lange Liste mit Spielen, die ich noch nicht gespielt habe und die man hier mal gut spielen wird. Na... Marktplatz. Vielsagend.
Und auf jeden Fall Zeit für ein kurzes Päuschen, ne, wie gehabt. Mal gucken, wie nervig es wird, wenn ich hier stehen bleibe und mich nicht bewege. Ich glaube, er fängt dann an, Dinge zu tun. Aber mal gucken. Wir werden sehen. Päuschen. So. Bis gleich dann. Hallo, ist hier jemand? Hallo, ist hier jemand? Ja, aber sie scheißt ja jemand.
wiederholt sich vielleicht ein bisschen häufig. Aber es ist schön, dass es das gibt. Außerdem mag ich, wie er sich die Nase an der Scheibe platt. So. Häuschen weg. Guti. Hat er denn hier verbrochen? Das ist ein Komplott. Wie bitte? Sowas kann man nicht mit mir machen. Ich bin der Steuereintreiber. Das dürfte die Erklärung sein. Ich finde das nicht etwa komisch, sondern unerhört. Vielleicht brauchst du Gelegenheit, um in aller Ruhe über deine Situation nachzudenken. Jetzt hör mal. Schade, jetzt ist dein Ruf hin. Nun, ich glaube, es ist eine schmerzliche Lektion. Schmerzlich, verstehst du? Kein besonders gutes Wortspiel, aber immerhin. Alle Leute sind komisch. Du bist die einzige Ausnahme. Hilfe! Was? Du bist der Steuereintreiber, nicht wahr? Was machst du da drin? Betteln ohne Erlaubnis, deshalb bin ich hier. Ich habe irgendeinen alten Kauz nach Geld gefragt und daraufhin zeigte mich der Kerl an. Man brachte mich sofort hierher. Sowas nenne ich Belästigung bei der Pflichtausübung. Jawohl, lass mich hier raus. Sowas kann man nicht mit mir machen. Ich bin der Steuereintreiber. Ha, jemand scheint den Steuermarkt erheblich eingeengt zu haben, wie? Pass bloß auf. Wie ich sehe, steckst du in der Klemme. Ach, mir fallen immer bessere Wortspiele ein. Sehr komisch. Ich erinnere mich an dich, Bleistiftkopf. Ich habe ein perfektes Dingsbums. Hey, na, beginnt Katze? Mit einem G. Ich vergesse nie was. Was vergisst du nie? Gesichter ist sehr wichtig in meinem Job. Man muss sich an Gesichter erinnern. Dein Handwerkszeug, wie? Abwechslungsreich hätten sie es ja machen können, aber wie viel Animation nur für die Zeit, wo jemand nicht spielt, sollen sie auf diese alte Laser oder CD-ROM lassen? Wobei, es gab es auch noch als Floppy-Version. Oh, warte, wir haben eine Tomate, oder? Tut mir echt leid. Brauchen wir eine neue Tomate. Das ist ein Komplott. Wie bitte? Sowas kann das dich vielleicht... Nun, ich... Alle... Hilfe! Was? Du bist der... Was? Bett. Ich hab... Mann... Sowas... Lass mich... Sowas... Ha! Ja. Pass... Wie ich sehe... Ich hab... Was? Gesehen... Dein Hand... Wenn man schon einen Steuereintreiber hat, so sollte man ihn dort unterbringen, wo man ihn jederzeit wiederfinden kann. Eine neue Tomate. Was? Haben wir gerade raus mit einer Tomate erschlagen? Ne, da ist sie wieder. Okay. Okay, interessant. Davon habe ich bereits ein Exemplar. War seltsam. Na gut. Ah, jo. Das Ding. Die sind super. Ein Spezialist für Abwasserumverteilung. Ein bisschen schmuddelig.
Hühnermotor? Das funktioniert nicht. Hühnermotor? Ja. Himmel, das ist... Das ist... Was ist das? Einige der Fliegen tragen Schale und Helme. Der flotte Florian, ausflussreicher König. Ich dachte immer, Könige sind einflussreich. Ja. Das funktioniert... Bäh. Das funktioniert nicht. Ein hübscher, sehr stabiler Gummiriemen. Das ist ein Hinweis, oder? Guten Tag. Möchtest du eine Gratisprobe? Auf keinen Fall. Entzückend. Lass mich raten. Du bist ein traditioneller... Ich sortiere und entferne von Menschen erzeugte Abwässer, Herr. Ich biete individuell abgestimmte Entwässerungsdienste. Meine Schullehrerin meinte, ich würde es im Leben nie zu etwas bringen. Aber sieh nur, ich habe mich von ganz unten nach oben gearbeitet. Und die Leute treten beiseite, wenn du dich näherst. Aber nur kurz, weil dann kommt ja wieder Rindsmit ins Bild. Ich glaube, das kann man nicht verhindern. Außer man fuchtelt mit der Maus rum. Mausmover. Was ist das für ein Geruch? Er stammt von den Honigtöpfen, Herr. Honigtöpfe? Das riecht nicht wie Honig. Nun, eigentlich handelt es sich um eine Metapher. Metapher? Was ist das? Nun, in diesem Falle geht es dabei um eine taktvolle Beschreibung gewisser unangenehmer Aspekte des Lebens, über die man normalerweise nicht spricht. Wenn ich zum Beispiel sage, Herr, ich biete deinem Sohn eine Lehrstelle im Gewerbe des Honigtopfsammelns, dann bleibst du vielleicht stehen und hörst zu. Wenn ich dir hingegen vorschlage, dass mir dein Sohn beim Sammeln von Schei... Ja, ja, ich verstehe. Du bist also ein Kanalisationsarbeiter, wie? Nun, wir vom Fach ziehen eine andere Berufsbezeichnung vor. Spezialist für Abwasserumverteilung? Interessant. Nun, Scherz beiseite. Was bei Offler hat es mit diesem Ding auf sich? Meinst du das hier? Es ist ein patentierter Kanalisationsreiniger. Verfügt über eine eigene Energieversorgung und wird von einem Gummiriemen angetrieben. Dieses Ding kündigt ein neues Zeitalter an. Da bin ich baff. Der Apparat, reinigt Kanalisation? Du hast es erfasst. Mit anderen Worten, er nimmt schmutzige Kanalisation und macht daraus... Weniger schmutzige Kanalisation, Herr. Oh. Er produziert gewissermaßen ihre Essenz. Ich verstehe. Beeindruckend. Nun, ich will dich nicht länger stören. Bin immer hier, wenn du mich brauchst. In Ordnung. Hältst du es für richtig, hier einer solchen Tätigkeit nachzugehen? Oh. Ha, eine derartige Einstellung habe ich bei jemandem wie dir erwartet. Wart's nur ab, eines Tages vergeht euch das Lachen. Hör mal, ich wollte nicht... Schon gut. Offenbar nimmst du Anstoß an meinem Beruf. Ich bin zwar daran gewöhnt, aber es tut trotzdem weh. Oh, es tut mir leid. Ich meine, ich habe mir immer Besuch aus der freundlichen Nachbarschaft erhofft. Nachbarschaft. Spezialist für Abwasserumverteilung, Herr. Spezialist für Abwasserumverteilung. Ich habe immer kleine Gaben vor die Tür gestellt. Ein Glas Milch, ein Teller mit Keksen, was in der Art. Tatsächlich, Herr? Nein, eigentlich nicht. Aber für einige Sekunden hast du dich gut gefühlt, stimmt's? Ja. Danke. Top. Keine Ursache. Tschüss dann. Lass dich nicht von irgendwelchen Ungeheuern bei lebendigem Leib verbrennen oder so.
Guter Tipp. Ein hübscher, sehr stabiler Gummiriemen. Das funktioniert nicht. Was? Gib her. Das funktioniert nicht. Hm. Aber ich weiß, was du meinst. Das Geräusch ist irgendwie, ja. Es wirkt alles so hektisch. Und dann die Kröte. Das funktioniert nicht. Okay. Was ist das? Ich würde sagen, den Gummiriemen sollen wir uns noch holen. Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Stimmt. Nun, jenes Wort, das du nicht ausstehen kannst. Sag mir, welche Gefühle es in dir weckt. Hier. Ja, ja, ich verstehe. Zweifellos ein Fall von latenter Aggression. Entspann dich jetzt und sag mir, was du empfindest, wenn du das fragliche Wort hörst. Achtung, es geht los. Tier. Ja. Handwerkszeug nehme ich an. Nein. Nein, offenbar bin ich nicht dazu imstande. Okay. Diplom mit Auszeichnung bestanden. TMSIDR, Schnappers Fernlehrinstitut. Psychiatrikerei, sehr gut. Nun, wenigstens ist hier die geistige Gesundheit in besten Händen. Ganz bestimmt. Waage. Trollrundschau. Schönerhausen. Was man zur Belagerung braucht. Das will ich. Ich verabscheue die Zeitschriften in Wartezimmern. Irgendwo hier oben. Nein. Tja, ich schätze, er hat das gleiche Recht wie alle anderen, sich hier aufzuhalten. Warum ist sie wie ein Milchmädchen gekleidet? Ah, da war was, ja. Warum haben in dieser Stadt alle einen Schreibtisch? Abgesehen von mir. Das ist die grässlichste Frau, die ich jemals gesehen habe. Man fragt sich, wo sie diese Leute auftreiben. Und halt, Ja, guck mal, Obst. Sehr gesund. Gibt dieses Obst nicht mehr, aber... Dort oben befindet sich vermutlich die Praxis. Wie bitte? Die Augen, die schrecklichen wissenden Augen. Was ist geschehen? Es einfach zu viel wurde. Schlagen und nicht schlagen. In meinem Gehirn alles verkleistert. Nehmt sie weg, alle grün sind. Ja? Entschuldigung, offenbar bin ich hier im falschen Gespräch. Wibbel. Darüber sollten wir besser nicht reden, oder? Ist sehr empfindlich, weißt du. Was? Wie stellst du es an, die Stimmen zu verändern? Sie zu verändern? Mini Teglopasin. Du hast es gerade wieder gemacht. Man nennt es Eimern. Hat's was mit Kanalisieren oder Ableiten zu tun? Nein, es ist wie mit dem Ableiten. Allerdings fließt dabei nichts weg. Es schwappt da drin umher und tröpfelt willkürlich fort. Die Winterabende vergehen bestimmt wie im Flug.
Du bist nicht zufällig ein Irrer, oder? Oh, ich bitte dich. Dieser Vorwurf empört mich sehr und er schmerzt in meiner Seele. Was? Ich bin ein Opfer der Umstände, weiter nichts. Und er ist vollkommen ausgerastet. Sieh nur, die Jungen, die Dunklen und die Krabbeligen. Oh nein. Wir sind aufgebrochen, um den Zauberer zu besuchen, den wundervollen Zauberer von Ankh-Morpork. Wer, ich? Flecken entfernt beim Desinfizieren. Macht Weißes weißer als weiß. Ich fürchte, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Jahrtausend Hand und Krevetten. Entschuldige bitte, ich glaube, ich werde woanders gebraucht. Oh, lass mich raten. Du bist ja ein Patient, nicht wahr? Hm. Oh nein, ich nur hier, um zu sorgen für richtige Atmosphäre. Hier, tschock, tschock, tschock. Dunkel waren sie und golden ihre Augen. Die Glocken, die Glocken. Ah, prächtig. Nur weiter so. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein. Macht da gut mit der Atmosphäre. Nein. Nein, offenbar. Was? Nein. Sei still und setz dich. Klappe halten. Wenn du verrückt bist, solltest du nicht herumlaufen und andere Leute anstecken. Sei still und setz, wenn du verrückt. Ah, Mann. Nein. Nein. Okay. Nein. Okay. Nein. Hat man denn Taschendieb? Taschendieb. Ich habe Taschendieb in meiner Tasche. Na gut. Wie habe ich das aus der Ferne gemacht? Wir sind doch so ein schlechter Zauberer. Wie geht's deiner Frau? Oh, ganz gut. Und was ist mit deiner? Hm, sie kann nicht klagen. Übrigens, wir wollten euch für morgen Abend zum Essen einladen. Ich habe Schokoladenkuchen, Erdbeerpudding und Entenkasserolle mit Laubkompost vorbereitet. Gut. Laubkompost? Oh, hab ich Laubkompost gesagt? Ich meine Karamell. Und da ist er wieder weg. Nun, es gibt massenhaft Leckeres. Du kennst ja meine Frau. Sie kocht gern. Ja, aber hältst du das für eine gute Idee? Ich dachte, sie achtet auf ihr Gewicht. Warum sollte sie auf ihr Gewicht achten? Nun, du weißt schon. Nach dem letzten Mal, als sie aus Versehen das Kamel verspeiste. Hoppla, was? Sie ist nicht in dem Sinne dick, nur ein wenig knuddelig. Ja, knuddelig. Sehr, sehr knuddelig. Und auch höckrig. Und deine Frau? Hat sie es inzwischen geschafft, das Ding aus ihrem Gesicht zu entfernen? Ding? Welches Ding? Das haarige Etwas. Das ist ein Schönheitsfleck. Oh. Oh, ich verstehe. Für einen Schönheitsfleck ist das Ding erstaunlich lang, findest du nicht?
Hör mal, Schnurrbärte gelten als Zeichen für Sinnlichkeit. Was? Was? Bei Frauen? Mhm. Ah! Willst du meine Frau etwa als hässlich bezeichnen? Nein. Gut, sonst hätte ich mich sehr geärgert. Okay, hallo? Gut, das lässt er unkommentiert. Woran liegt es, dass man solche Gebäude nie einfach so betreten kann? Nein. Oh gut, ein Palastdussel. Ein Unglück kommt selten allein, wie? Würdet ihr mich bitte passieren lassen? Hau ab! Das ist wahre Kameradschaft. Das ist... Ist sie wirklich so dick? Was? Nun, dein Freund wies eben darauf hin, dass deine Frau sehr dick ist und deshalb dachte ich... Das hat er tatsächlich, nicht wahr? Das ist glatt gelogen! Nun, ich gehe jetzt weiter, nicht wahr? Oh gut, ein paar... Es war ja einfach. Den Göttern sei Dank. Wenigstens gibt es hier einen Ausgang. Naja. Die Patrizia gibt's in den Büchern auch. Scheint ein sympathischer Bursche zu sein. Das ist Nanny Ogg. Ach, wer waren denn die drei? Nanny Ogg, Oma Wetterwachs und noch irgendwer. Drei, ne? Ich glaube, es waren drei. Ein Dieb? Hier? Das hat mir gerade noch gefehlt. Die Gesellschaft eines Irren. Eines? Ein Stern? Scheint Hoffnung zu haben. Wenn man den ganzen Tag auf einem Stuhl verbringt, so sollte man darauf achten, dass der verlängerte Rücken richtig abgestützt wird. Sicher ein sehr beschäftigter Mann. Vielleicht ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, ihn zu stören. Ja, vielleicht doch. Man kann den Patrizier durchaus als eine Art halbhilfsbereiten Diktator von Ankh-Morpork bezeichnen, der nicht mit reinem Terror herrscht, sondern vielmehr mit einem gelegentlichen Schauer davon. Hallo. Oh, ein Besucher, stimmt's? Lachi, ein Besucher, kein Zweifel. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Oh, ich erinnere mich. Blascheblier, Blascheblier. Herr Bleistiftkopf sagt Hallo. Hallo, er hat Hallo zu uns gesagt, Lachi. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Ja, wie könnte dein Name lauten? Er ist geheim. Wie? Ich kann's dir nicht sagen, aber vielleicht gibt dir Herr Blume Auskunft. Nun, wie du meinst. Hallo, Herr Blume. Lass, lass, er ist ganz lass. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Entschuldige, ich glaube, da ist mir irgendetwas entgangen. Entgangen, entgangen. Sehr gut, sehr gut. Er ist wirklich gut, nicht wahr, Lachi? Er ist gut, er ist gut, er ist gut, sehr gut. Ja, er ist wirklich sehr, sehr gut. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Ist alles in Ordnung mit dir? Oh, ist alles in Ordnung mit uns, Lachi? Was meinst du, hm? Blasche Bier, Blasche Bier.
Hui! Ich glaube, ich lege mich ein bisschen hin. Weißt du, ich habe gehofft, Informationen von dir zu bekommen. Informationen, Informationen! Informationen, Lachi? Über Eidechsen? Über Drachen, ja? Ja, genau. Drachen, von Drachen soll ich dir erzählen, Onkel? Wenn du bitte etwas leiser sprechen könntest. Drachen, Lachi. Lachi mag keine Drachen. Nicht so laut. Sag mir einfach, was du weißt. Was soll ich dir sagen? Erzähl mir vom Drachen. Von welchem Drachen? Ich meine den Drachen, der die Stadt bedroht. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Er weiß vom Drachen. Leise! Der Drache, Lachi, der Drache. Jetzt hör mal. Rate mal, was ich jetzt bin. Langweilig? Nein, rate noch einmal. Eine Teekanne? Ja, eine Teekanne, Lachi. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Schluss damit. Hör auf, den Verrückten zu spielen. Spielen, ja, ne? Hast du gesagt, ich bin verrückt? Nein. Ja. Lachi mag es gar nicht, wenn man mich verrückt nennt. Meine Mutter hat mich einmal als verrückt bezeichnet. Kurz darauf war sie tot. Oh. Na schön. Entschuldigung, ich glaube, da ruft mich jemand. Warum muss ich immer an die Irren geraten? Irren, wirren, schwirren. Bist du vielleicht gekommen, um zu schwirren? Hör mal, bist du wegen deines Zustands in Behandlung? Behandlung, Behandlung. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lachi mag Behandlung. Möchte sich auch Bleistiftkopf behandeln lassen? Du solltest deine Puppe nehmen und verschwinden. Nun, was für eine Behandlung? Lachi mag seine Witze. Was? Meine? Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Tschüss. Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein. Als ich das letzte Mal einen so großen Ring gesehen habe, tanzten Druiden darum herum. Zum Glück brauchen wir nicht zu sehen, wer sich im Bad befindet. Offla sei Dank für diese Gnade. Das funktioniert nicht. Ja, eindeutig ein Hutständer. Ah, hab ich auch. Eigentlich ein hübscher kleiner Spiegel. Na dann. Eingesackt. Wimperntusche, Rouge, Haarcreme. Scheint ein wenig stutzerhaft zu sein. Oh, ein größerer Spiegel mit Lampen dran. Hoppla. Das funktioniert nicht. Nicht. Na gut. Einen Augenblick. Du bist ein Dieb. Was machst du hier? Nun, es geht um meinen Anteil. Um deinen Anteil? Um die Menge, die ich stehlen darf. Sie genügt nicht. Der Drache zerstört Wohnraum und dadurch steigen die Mieten. Ich meine, darum zu bitten, die Diebstahlquote für die Dauer des Notfalls um 20% zu erhöhen. Dagegen gibt es doch kaum etwas einzuwenden, oder? Ja. Vielleicht doch, wenn man zu den 20% gehört. Eine der herausragendsten Erfindungen des Patriziers war die Gilde der Diebe für Diebstahl verantwortlich zu machen, mit jährlichen Budgets, Jahresplanung und Schutz des Berufes. Ja, sowas.
Die Diebe garantierten dafür im Gegenzug eine durchschnittliche Kriminalitätsrate und sorgten dafür, dass unautorisiertes Verbrechen sofort unterbunden wurde. Was fast so etwas wie ein Stock mit Nägeln darin war. Hallo, Teuerster. Oh. Müde? Ich kann dir eine gute Fußmassage anbieten. Ich schlage vor, wir bleiben jetzt ganz, ganz ruhig. Ein friedliches Essen und dann ein angenehmer Abend, zu lauschen, wie es in den Töpfen blubbert. Mit Zehen komme ich besonders gut zurecht. Wie wär's mit einem Lied? Kennst du, des Zauberers Stab hat einen Knauf am Ende? Meiner hat keinen, das versichere ich dir. Aber um ganz sicher zu gehen, ich sehe schnell mal nach. Also ich habe hier aber einen. Das funktioniert. Ja gut. Ich grüße dich, du unbedeutender und schmutziger Bauer. Gruß auch dir, du nicht ganz so schmutziger Träger eines spitzen Huts. Was ist hier los? Wir hoffen auf Audienz beim Patrizier, dem mächtigen Herrscher von Ankh-Morpork. Weißt du, es geht um den Drachen. Er sorgt dafür, dass Kühe austrocknen und Gardinen verbleichen. Oh. Im Ernst? Das sagt jedenfalls unser Agnes. Nun, niemand möchte seine Familie von einem Drachen grillen lassen. Ruß ist so schwer zu beseitigen. Ja. Tja, das sagt jedenfalls unser alter Onkel Agnes. Kennt sich aus mit solchen Sachen. Onkel Agnes? Ja, genau, Onkel. Das klingt nach einem Mann, nicht wahr? Nun, um ganz ehrlich zu sein, darüber habe ich nie nachgedacht. Da du es jetzt erwähnst, wir hätten zumindest fragen können. Stattdessen haben wir ihn einfach so verheiratet, mit einem der Wächter vor dem Tor. Nun, das erklärt so manches. Und wir erinnern uns an das Gespräch. Nun, ich hoffe, du bist wegen einer angenehmen Sache gekommen. Tja, nun. Wegen einer Sache, die nicht stört. Wegen einer Sache, die Hand und Fuß hat, hinter der mehr steckt als nur irgendein Gerücht. Habe ich recht? Naja. Gerüchte einerseits und Konkretes andererseits. Vielleicht... Nun, entscheide dich endlich. Du hältst irgendetwas Drachisches also nicht für... ein geeignetes... Gesprächsthema. Ich glaube, damit hast du völlig recht. Ja, ich verstehe. Nun, um diesen strittigen Punkt zu klären... Strittig? Ich meine, es geht um eine Art Hypothese. Nehmen wir mal an, dass sich etwas Reptilienartiges in unser Gespräch schleicht. Ja. Und da das Wetter der Jahreszeit entspricht, wäre es nicht völlig ausgeschlossen, dass sich Flammen oder etwas Feuerspeiendes in unsere Unterhaltung einmischt. Ja. Ja, ich verstehe. Du siehst bestimmt, wohin das führen könnte. In der Tat. Ja, ich verstehe. Nun, ich schätze, diese Informationen müssen sehr sorgfältig behandelt werden. Ja, genau. Vielleicht sind die im Kerker arbeitenden Spezialisten für Informationsgewinnung bereit, in diesem Fall ihre Dienste anzubieten. Oh, nee. Um dein Gedächtnis aufzufrischen, damit du dich an alle Einzelheiten erinnerst. Oh, Spezialisten für Informationsgewinnung. Ja, so heißen sie. Verwenden sie Winden, Holzbänke und Eisenstangen, die sie in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aus dem Feuer ziehen, um... Ah, jetzt verstehst du. Natürlich sind das alles nur Spekulationen. Ja, wie du meinst. Nun, worüber wolltest du mit mir sprechen? Über Steuern, neue Gesetze? Nicht über Drachen. Drachen? Meine Güte, nein, käme ja, mir klar. Nie in den Sinn. Dann lassen wir es dabei, nicht lass wahr? Lass dich morgen nicht ärgern und dann ist ja schon Wochenende. Aufhalten. Ja, eine Fortsetzung dieses Gesprächs dürfte sich erübrigen. Hast du eine Ahnung, wie viele Hindernisse man überwinden muss, um zu dir zu gelangen? Nein,
Vielleicht liegt's daran, dass ich nie zu mir finden musste. Na, ich find's erschreckend. Was ist aus dem Konzept der offenen Regierung geworden? Nun, da du es gerade erwähnst, der letzte Herrscher, der es zu verwirklichen versuchte, endete ziemlich offen. Ich finde es trotzdem seltsam, dass es einem wahren Zauberer wie mir so schwer fällt, zu dir zu gelangen. Ich meine, was ist, wenn's Zeichen und Omen gibt? Du blockierst die traditionellen Seherwege. Nun, ich halte die Unerreichbarkeit für den Bedeutungsmaßstab eines Mannes. Angebot und Nachfrage und so. Wie dem auch sei, jetzt bist du hier. Endlich! Ja, nun, da du schon einmal hier bist, sollte man dir Gastfreundschaft gewähren. Die eine oder andere Erfrischung. Vielleicht eine rasche Tour durch den Palast? Klar. Ein Spaziergang bei den sehr gefährlichen Zinnen? Nee. Oder ein Ausflug in den Kerker? Oh! Nein. Du bist ein sehr beschäftigter Mann. Genau. Eine ernste Angelegenheit. Nun, ja. Tatsächlich? Nun, die Sache ist sogar sehr ernst. Ich bin hier, um dafür zu sorgen, dass etwas gegen den Drachen unternommen wird. Was? Nun, ich meine... Jetzt hör mir mal gut zu. Es gibt keine Drachen. Ihre Existenz ist physisch unmöglich. Kein Wenn, Aber und Vielleicht. Ich habe genug. Der nächsten Person, die in meiner Gegenwart Drachen erwähnt, steht ein Ausflug zu den Spezialisten für Informationsgewinnung bevor. Oh. Na, ich dachte nur... Na? Oh. In Ordnung. Wer könnte denn dieser Nächste sein? Nun, ich gehe jetzt dort drüben hin. Oh, warte. Was ist mit ihm hier? Ein seltsam lebendig wirkender Narrenstab. Hände weg, Lachi, beißt bösen Zauberer! Au! Alter! Hallo! Oh, ein Besucher, stimmt's? Lachi! Ein Besucher, kein Zweifel! Mhm. Oh, Lachi! Blasche Blier! Herr Bleistiftkopf sagt Hallo! Hallo! Er hat Hallo zu uns gesagt! Lachi! Wie war das mit den Drachen? Ja. Er ist wie? Ich kann. Nun, Oh, Lachi. Entschuldigung. Entgangen. Sehr gut. Ist alles in Ordnung? Hui. Ich glaube, ich... Hui. Weißt du, ich... Informationen, Lachi? Oh. Über Eidechsen? Über Drachen, ja? Ja. Ja, genau. Drachen. Von Drachen soll ich dir erzählen, Onkel? Wenn du bitte etwas leiser sprechen könntest. Drachen, Lachi. Lachi mag keine Drachen. Nicht so laut. Aber was denn da passiert? Sag mir einfach was. Was soll ich jetzt von dich machen? Ja gut. Leise Drache. Langweilig. Nein. Eine Teekanne. Ja. Schluss dann. Hör auf. Hast du Lach immer. Oh. Okay. Das scheint mir. Na gut. Lassen wir das. Hier. Warum haben die Teddybären im Schaufenster lange Reißzähne? Weiß. Das funktioniert nicht. Ein außergewöhnlicher Laden. Scheint kein Ort zu sein, an dem normale Geschäfte getätigt werden. Erstklassige Kinkerlitzchen. Purpurne Purzelmännchen. Hey. Sowas sieht man nicht jeden Tag. Ein Esel aus purpurnem Plüschdingsbums. Auch mal bestimmt.
Heutiges Sonderangebot, Baukastenschlachthof für süße Streichelponys. Ich glaube nicht, dass daraus ein großer Erfolg wird. Ach, na ja. Holz. Fest. Flach. Ja, eindeutig ein Tresen. Ich schätze, man könnte von einer Rolle Zwirn sprechen. Na schön. Der Unterschied ist nur gering, aber irgendwann einmal könnte er für jemanden eine große Rolle spielen. Zeug. Ich schätze, man könnte von einer Rolle... Na schön. Oh, sieht ganz nach erlesenem Kleister à la Extraordinarius aus. Das Aroma ist nicht schlecht, wenn auch ein wenig zu fruchtig. Das funktioniert nicht. Hm? Welch ein außergewöhnlicher Mann. Gruß dir. Guten Tag, mein Herr. Hast du vielleicht Interesse an Spielzeug? Hier sind die Sonderangebote von heute. Das eine lustiger als das andere. Und dann haben wir da noch den gemeinen Hans. Man kann ihm das Gesicht abreißen. Wie bitte? Hat große therapeutische Wirkung. Ja, bestimmt. Da bin ich sicher. So etwas kann man mit seinen Brüdern teilen. Mit Brüdern des Unheils. Arm in Arm schreiten sie über die Dächer der Welt. Ist alles in Ordnung mit dir? Wie bitte? Oh ja. Ja, habe mich nie besser gefühlt. Kann ich dir helfen, hä? Hat ein besonderer Gegenstand deine Aufmerksamkeit geweckt? Oh nein, ich sehe mich nur um. Du siehst dich nur um? Ja. Du planst doch keine Verschwörung, oder? Das liegt mir fern. Hast du vielleicht vor, den Patrizier zu stürzen und die Macht über Ankh-Morpork an dich zu reißen? Nein, ganz und gar nicht. Oh, Mist. Na schön. Naja, sieh dich ruhig um. Grüß dir. Guten Tag, hier und wie hat da bin ich. So jetzt mit. Ist alles. Wie jetzt kann ich dir. Oh nein. Du. Ist, ja. Du. Das mit, hast nee, du vielleicht. Nee, nein. Ja. Oh. Das funktioniert nicht. Okay, dann habe ich das jetzt so abgegriffen. Spinnfadenspielzeug, raus da. Und wahrlich wird er brüllen die 10 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Nein, die 9 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Und dann schreitet er fürwahr und oft wird er schreiten. Über die ganze Scheibenwelt schreitet er. Und jene, die ihn sehen, werden sagen, seht, es ist Offler und er schreitet. Von diesem Tage an sollt ihr Sünder euch fragen, Offler schreitet, aber schreitet er für mich? Oder endet auch ihr in der grässlichen Grube, der Wehklagen ertönt und auch das Knirschen von Zähnen? Wirklich? Und wenn ihr keine Zähne habt, so bekommt ihr welche, jawohl? Ja.
ein Mönch des gefürchteten Krokodilgotts Offler, ob er Freundschaft mit mir schließen möchte? Eruptivs die ganze Nacht geöffnete Töpferei? Schwarz, schwarz ist das Blut an seinen Händen. Und lange, lange spitze Dinge zieren sein Haupt. Sie? Damit wird er aufspießen jene, die seinen Namen missbrauchen. Siehe, er hat uns aufgespießt, werden sie rufen. Oh, das tat sehr weh. Doch, es nützet ihnen nichts, denn häufig wird geschehen das Aufspießen. Oh, wehe euch den Aufgespießten, wehe jenen, die sich abwenden von Offler. Wehe jenen, deren unaussprechliche Teile seine spitzen Hörner zu spüren bekommen. Und wahrlich wird er brüllen die 10 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. Okay. Nein, die 9 heiligen Namen der verbotenen Dämmerung. So spät. Und dann schreitet er, fürwahr, und oft wird er schreiten. Versuch später noch einmal. Oder früher. Okay. Von wegen. Ja, über die ganze Scheibenwelt schreitet er. Hallo? Fort mit dir! Ich bin ein Mönch des Offler-Tempels. Wer ist Offel? Offler! Ich bin der Hüter des Heiligen Auges, erster hoher Vikar des anderen und nicht ganz so Heiligen Auges, sowie Großtrilobit der Sinapode. Offenbar bist du größer, als du aussiehst. Schweig! Hinfort, sonst bekommst du den Zorn des mächtigen Offler zu spüren oder die Beißzangen seiner kleinen Ritter der sakralen Entmannung. Aha, was? Und wahrlich wird er brüllen die 10 heiligen Namen der Verbrechen. Okay. Gasse? Woher kommen all die Fliegen? Der Gasse? Ah, der subtile Duft von verfaulendem Seetang und Bazillen, die gefährliche Krankheiten verursachen können. Außerdem das unverkennbare melodische Summen von Fliegen. Ja, dies dürfte der Stand des Fischhändlers sein. Dann so dran. Ein schrecklicher Geruch. Aber den Fischen scheint er nichts auszumachen. Man sehe sich nur die Größe an. Sicher handelt es sich um klatschianischen Störrogen. Nun, wenn er in Schwierigkeiten gerät, kann er sich seinen Auslagen hinzugesellen. Kaum jemand wird den Unterschied bemerken. Et? Nun, ein ziemlich ungewöhnlicher Fisch. Hübsch, wenn man so etwas mag. Nehme ich alles mit, ne? Ein prächtiger kleiner Krake. Oh, ein hübscher, stabiler Bilderrahmen. Okay. Wieder Bilderrahmen, merken. Das funktioniert nicht. Ist das frischer Fisch? Ob er frisch ist? Einer hat gerade nach meiner Frau gegrapscht, Herr. Meine Güte, hat er das wirklich? Oh, ich hab da nichts dagegen. Meiner Ansicht nach sind Fische sehr attraktiv. Was meinst du? Ich liebe meine Frau, aber ein hübscher Tintenfisch. Du bist ein Narr und ich glaube nicht, dass ich mit dir reden möchte.
Was hast du da unterm Arm? Was meinst du? Den Fisch da, den großen Schwertfisch. Es ist ein Schwertfisch, Herr. Ja? Das sehe ich. Mit deinen Augen scheint ja wohl alles in Ordnung zu sein. Was auch immer die Leute sagen, Zauberer sind anständige Leute. Was sagen die Leute denn? Sei nicht unverschämt. Damit begibst du dich auf Glatteis. Eis liegt da drüben auf dem Roggen, direkt neben dem Rogen. Roggen? Verkaufst du auch Getreide? Mit Rogen meine ich Fischeier. Sind köstlich. Du solltest einmal Kaviar probieren. Okay, mach ich. Lass dich nicht von irgendwelchen Ungeheuern bei lebendigem Leib verbrennen. Das funktioniert. Okay, dann probier's nicht. Ja, und, er zeigt gerade eine Art Maschine. Was? Eine Vorrichtung aus Klemmen und Bohrern. Lieber Himmel. Kein schlechter Job. Können den ganzen Tag rumsitzen. Nett. Dies ist der Laden des Friseurs. Okay, dann ist die Beschreibung noch seltsamer. Ja, und, er zeigt gerade eine Art Maschine. Eine Vorrichtung aus Klemmen und Bohrern. Liebe. Diplom von der Akademie des Haarschneidens, Aderlassens, Blutsaugens, Zahnziehens und anderer mit Selbstverstümmelung in Verbindung stehender Tätigkeiten. Aber er hat ein Diplom. Irgendwie alle besser als unser Diplom. Unser erster Kunde. Ob er auch der letzte war? Aus irgendeinem Grund gelingt es ihr nicht, Entspannung in Aussicht zu stellen. Das funktioniert. Das funktioniert. Okay. Das funktioniert. Okay. Zange? Bohrer? Nadeln? Ich schlage vor, wir kommen dem Ding nicht zu nahe. Einverstanden? Aha. Ich glaube, die Berufe des Zahnarztes und Friseurs haben noch einen langen Entwicklungsweg vor sich. Oh. Hallo. Hallo. Ich schätze, es ist ein sehr sinnlicher Job. Immerhin hast du den ganzen Tag mit Frauenhaar zu tun. Nein, nicht bei dem Typ Frau, mit dem wir es hier zu tun bekommen. Nie sehe ich seidene Locken. Nie bewegt sich goldene Magie unter meiner Schere. Hier ist nichts auch nur annähernd so wundervoll wie mein kleines Milchmädchen. Ah. Schon getroffen. Audi. Okay. Hey, verschwinde von... Ah. Warum riecht sie nach Schwefel? Ah, na schön. Hallo. Junger Mann, du hast die Ehre, als erster mein neues Ensemble zu sehen. Ich schaffe nun einen Trend, der die ganze Modewelt erschüttern wird. Lockiges Haar. Nun, wie du willst. Was soll das heißen? Nun, ich meine, es mag nicht zu deinem Stil passen. Was weißt du denn davon? Ich nehme keine Moderatschläge von einem Mann entgegen, der ein Kleid trägt. Haben wir was zum Frisieren? Ja. Hallo. Ich schätze... Na, hier... Okay. Wenn er in Gedanken ist, müssen wir irgendwas tun. Oh. Lass die Finger... Nun, ich glaube wenigstens, dass es ein Lockenwickler ist. Finden wir noch raus. Läuft.
hübsch. Etwas deutet darauf hin, dass dieses Zimmer nicht leer ist. Nicht nur Türen, sondern auch Fenster. Man kommt nicht aus dem Staunen heraus. So. Malerisch, nicht wahr? Und hübsch. Sind denn einmal außenrum? Gut. Bringt uns noch nicht so weit. Nein, oder? Ich kann es nicht bewegen. Scheint verriegelt zu sein. Entweder das, oder es handelt sich um eine interessante Tapete. Boah. Will dazu. Wo waren wir nicht? Haben wir nicht. Gut zu wissen, dass die Wächter sicher aufgehoben sind. Offenbar der kommandierende Offizier. So ein Ding hatten wir daheim, allerdings fielen die Räder ab. Ah, der übliche junge Mann, der ebenso unerfahren wie eifrig ist. Meine Güte, nie zuvor habe ich jemanden gesehen, der so große Ähnlichkeit mit einem Menschen aufwies, ohne einer zu sein. Meine Güte. Schönen Abend. Jetzt, Nobby, soll ich ihn verhaften? Weshalb? Vorsätzliches Herumtreiben. Paragraph 7 und Abschnitt 3 von Lauern, Schleichen und Herumtreiben ohne offensichtliches Ziel. Ach, lass nur, Karotte, mach einen Spaziergang. Wer seid ihr? Wir sind die Stadtwache. Was, ihr beide? Wir drei. Die Stadtwache besteht aus mir selbst, dem Feldwebel, der im Augenblick ein wenig angeschlagen ist, weil er eine illegale Ladung Bier beschlagnahmt hat, und dem Jungen hier, Karotte. Es dauert nicht mehr lange, bis er Vollmitglied ist. Wundervoll. Aber bald, der kommt auch. Wir sind auf Patrouille. In dieser Gegend kam es zu einigen Diebstählen. Seltsame Dinge, die plötzlich fehlen. Dieser und jener Krimskrams überall in der Stadt. Die Gegenstände sind einfach verschwunden, als hätte sie jemand verschluckt. Du weißt nicht zufällig etwas davon, oder? Was? Meine Güte, davon höre ich jetzt zum ersten Mal ganz bestimmt. Nun, wir patrouillieren jetzt zur gebrochenen Trommel. Später setzen wir den Dienstweg zur nächsten Schenke fort. Und dann gibt's da einige Weinkeller, deren Türen kontrolliert werden müssen. Oh, wow. Ja. Ich verstehe. Was machst du hier? Nix. Oh, nichts. Na bitte, Nobby, er treibt sich herum. Unsinn! Wer sich nicht mit irgendwelchen wichtigen Dingen beschäftigt, ist deshalb noch lange kein Herumtreiber. Nun, es fehlt nicht viel. Das Gesetz muss genau sein. Was hat es mit dem Herumtreiben auf sich? Oh, früher gab's mal alle Arten von Gesetzen. Ach, zum Beispiel? Vorsätzlicher Besuch einer Schenke, um dort zu trinken. Vorsätzliches Bestreben, sich nackt auszuziehen und anderen Leuten zuzuwinken. Vorsätzlicher Besuch einer Schenke, um dort sehr viel zu trinken. Vorsätzliches Vorbeigehen an einem Stadtwächter, ohne ihm eine Zigarette anzubieten. Du hast nicht zufällig eine dabei? Nein. Tut mir leid. Na, macht nichts. Nun, so etwas hatte ich keineswegs vor. Woher sollen wir das wissen? Ich habe hier einfach nur gestanden. Wo liegt der Unterschied zwischen herumtreiben und sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern? Nun, ein richtiger, unverbesserlicher Herumtreiber gleitet gewissermaßen übers Pflaster. Er bewegt sich, ohne dass ein einzelner Muskel zuckt. Ich verstehe.
Ja, wer gleitet und sich bewegt, ohne dass ein Muskel zuckt, ist in hohem Maße verdächtig. Ich bin nicht ganz sicher, ob du das richtig verstanden hast. Was macht ein Stadtwächter? Nicht viel. Heutzutage braucht man uns kaum. Diebstahl ist erlaubt, solange er den Quoten der Diebesgilde entspricht. Wie groß ist die Stadtwache? Nun, sie ist bestimmt... Ja, und mindestens... Drei? Vielleicht sogar... Zwei? Ja. Nun, wir sind zu dritt. Und der Junge ist neu? Kam eines Tages aus der Wildnis zu uns, fast wie ein Held. Er war der erste Freiwillige seit Jahrzehnten. Es fällt ihm noch immer ein wenig schwer, sich bei uns einzugewöhnen. Gelegentlich neigt er dazu, die Dinge zu eng zu sehen. Vermutlich liegt's daran, dass er ein Zwerg ist. Ein Zwerg soll er sein? Er ist mindestens 1,90 groß. Damit dürfte er der größte Zwerg auf der ganzen Scheibenwelt sein. Weißt du, ich habe gelogen, als man mich nach meiner Größe fragte. Offenbar bist du ein guter Lügner. Und er kann auch gut drohend auffragen und so. Oh. Ja, das kann er, unser Karotte. Niemand kann so gut drohend auffragen wie er. Ein großer Zwerg. Keine Sorge, er wächst langsam daraus heraus. Na gut. Karotte kommt mir echt bekannt vor. Hier bleibe ich nicht, habe einen sehr anstrengenden Tag hinter mir. War er aufregend? Dir ging's drunter und drüber? Wie? Ja, ich glaube schon. Das ist Ruhestörung. Na schön, hier sind deine Rechte. Du hast das Recht, still zu sein. Du hast das Recht, nicht still zu sein. Und bitte nicht noch einmal zu sagen. Du hast das Recht zu folgender Bemerkung. Ja, na schön, ich hab's getan. Nicht die Finger. Nein, Karotte. Was? Wir verhaften ihn nicht, Karotte. Aber Nobby, er hat doch gerade zugegeben... In diesem Fall drücken wir ein Auge zu. Hier bleibe ich nicht, habe einen sehr an... Wie? Das ist nur... Du hast das... Nein, was? Wir verhaften... Aber Nobby... In diesem Fall... Nun, ich gehe... So gut. Schönen Abend. Jetzt, Nobby, soll ich ihn Weshalb? Paragraph. Wir sind... Was? Wir drei... Stopp. Du... Was? Meine Güte. Nun, später. Und ich... Was machst du? Dann, lassen wir das. Nun, ich gehe... nicht vor... Derzeit habe ich nicht den leisesten Wunsch, mit jener Person zu reden. Gut. Haben wir jetzt geredet? Hier und da. Das was eingesammelt. Hier und da. Wow. Geht ab. Keinen neuen Schauplatz mehr haben. Und im zweiten Teil gibt es die Docks. Mal ne, speichern wir an dieser Ja, was ist denn das hier? Tja. Stadtkarte. Ist doch gerade noch ein Drache rumgeflogen, jetzt doch gerade gebannt. Na gut, ist das so. Geht noch alles. Lassen wir das auch so stehen und... Brechen das Spiel ab.